Hallo und ein herzliches Willkommen zum dritten Teil unserer Grundschule. Heute wollen wir mit dem Einrichten anfangen, und zwar mit dem ersten Klassenraum. Dazu gehen wir mal rein. Und zwar fangen wir mit diesem Klassenraum hier an. Das wird eine erste Klasse und dafür brauchen wir Birkenholztreppe, einen Haken, diverse Schuhe, einen Rahmen, ein Schild, einen Kuhkopf, ein Kessel, Hebel, weißes Banner oder weißen Banner, aber da steht weißes Banner, Trichter, Holzfalltür, Knopf und noch ein Knopf und eine Quadstufe. Wir fangen mit dem Klo an, mit der Toilette hier. Dazu einen Kessel dahin, den Hebel oben drüber, dann ein Banner an die Seite als Handtuch. Hier kommt ein Trichter hin als Toilette, die Falltür drauf, ein Steinknopf, Holzknopf, da einen Rahmen drüber und in den Rahmen dann eine Quadstufe. Das können wir mal wieder alles nach oben machen und das holen wir uns hier nach unten. Dann nehmen wir unsere Birkenstufe, Holzstufe und machen hier so eine kleine Bank da draus. Oben drüber hängen wir Haken, das ist dann für die Jacken. Dann brauchen wir nochmal unseren Rahmen. Den machen wir hier vorne vor und da kommen dann einfach wahllos irgendwo ein paar Schuhe rein. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite auch. So. Allerdings bis ganz nach hinten durch. Und da auch die Haken oben drüber für die Jacken. Und hier unten dann die Rahmen, wo dann die Schuhe drinne stehen. So, man könnte jetzt natürlich noch ganz viele andere verschiedene Farben an Schuhe machen, indem man Lederschuhe färbt. Wir lassen das jetzt aber erstmal so. Dann nehmen wir unser Schild, machen das hier ran und schreiben erste Klasse Kühe. Das ist unsere Kuhklasse. Eigentlich sind das ja heutzutage keine Klassen mehr, sondern Lerngruppen, aber wir schreiben noch ganz altmodisch Klasse. Und hier kommt dann ein Rahmen rein mit dem Kuhkopf drinne für die Kühe-Klasse. Da hinten kommt auch noch eine erste Klasse hin, hier eine zweite, auf der anderen Seite auch eine zweite und hier oben dann dritte und dort zwei Klassen vier. Wir richten zusammen jetzt nur eine Klasse ein. Und die anderen machen wir dann genauso wie die hier auch oder zumindest so ähnlich. So, für die Klasse selber brauchen wir grüne Wolle, Nähterziegetreppe, Birkenholzbretter, Birkenholztreppe. Habe ich Bretter gesagt oder Treppe? Na egal, Birkenholzbretter brauchen wir und eine Birkenholztreppe. Birkenholzstufe, alle Truhen, also das heißt normale, Redstone und Ender. Ein Rahmen, Leder, ein Kuhkopf, Weizen. Bücherregal, Werkbank, ein Kaktus, ein Porzellansternchen, weißen Teppich, Blumentopf, Kessel, Quarzblock, Quarzstufe, weißes Banner, eine Eisendruckplatte und einen Hebel. Wir fangen hier vorne an und zwar kommt da ein Quarzblock in die Ecke. Auf den Quarzblock kommt eine Eisendruckplatte. Daneben dran stellen wir den Kessel. Der bekommt einen Hebel oben drüber. Neben den Kessel hängen wir das weiße Banner. Und oben drüber machen wir so ein Regal mit der Quarzstufe. Darauf kommt dann ein Blumentopf. So, und da kommt dann das Porzellansternchen rein. Dann haben wir schon mal unsere Waschbeckenecke. Dann kommt die Tafel, die kommt hier an die Wand. Und zwar lassen wir hier zwei frei und hier lassen wir auch zwei frei. Und platzieren dann das so, dass wir quasi so ein kleines Podest kriegen. Und dann die Tafel einfach drei hoch. Na.
So, das ist unsere Tafel. Dann haben wir hier das Lehrerpult. Das stellen wir hier in die Ecke. So, ich mache das hier als Hilfsblock. Und zwar dann einmal so um zu. So, das machen wir wieder weg. Und hier die Stufe rein. Und das ist dann unser Lehrerpult. Dann fangen wir an mit den mit den Schülertischen. Dazu kommt hier eine Stufe hin und hier. Dann machen wir hier einen Block hin. Da wieder eine Stufe und da auch. Und dann umranden wir das einmal hier, den Block, mit umgedrehten Stufen. Hier an die Seiten kommen Rahmen dran. Da auch. Und da hängen wir jetzt einfach wahllos irgendwelche Kisten rein als Schulranzen. Dann lassen wir hier zwei, also hier hinten drei frei und hier zwei zu dem nächsten Tisch und machen dann nochmal einen Tisch hier hin. Und wieder den Block umranden. So. Dann die Rahmen an die Tische, Schulranzen rein. Hier auch Rahmen dran, Schulranzen rein. Und dann machen wir das gleiche hier auf dieser Seite auch. Und wieder einen Block hin und die Stühle und das Ganze wieder umranden. So, und wieder die Rahmen für die Schulranzen. Und hier auch. Und dann noch einen letzten Tisch. So. Und die Schulranzen da noch dran. Huch. So. Dann nehmen wir uns die Bücherregale, die Werkbank, den weißen Teppich, den Kaktus, einen Blumentopf und das Porzellansternchen. Hier in die Ecke kommt ein Bücherregal, das machen wir drei hoch. Und hier in die Ecke kommt auch ein Bücherregal, das auch drei hoch wird. Hier unter das Fenster kommen zwei Werkbänke, hier auch. Und hier kommt noch eine Werkbank hin. Dann kommen hier noch zwei Truhen hin. Eine Doppeltruhe und hier eine Doppeltruhe, gerade so für die Sachen, die man so in der Klasse braucht. Und dann kommt hier und hier und da und dort auch Blumentöpfe drauf. Da kommen die Kakteen hin und hier noch die Porzellansternchen. Dann nehmen wir uns den Rahmen, den Kuhkopf, das Leder und das Weizen. Und machen hier an die Wand ein paar Rahmen hin. Und hier kommen dann die Kuhköpfe rein, das Leder und das Weizen. Und so haben wir dann das Thema Kühe hier in der Klasse noch einmal aufgegriffen. Ja, und somit ist die Klasse dann auch schon fertig eingerichtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst mir doch einen Daumen oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann im nächsten Video von unserer Grundschule. Also bis dann. Ciao, ciao.